Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid zur Kreativzeit. Heute gibt es mal wieder Deko, Upcycling. Ja, eine kleine nette Deko-Idee für den Sommer, Frühling, auch Weihnachten, eigentlich fürs ganze Jahr und vielerlei Anlässe. So, wir beginnen mit den Tütenlichtern. Ich habe hier mal mehrere Varianten gemacht, die ich euch vorhin schon gezeigt habe. Da habe ich einfach so ein fertiges Rubbelbild drauf gemacht, Lebe, Liebe, Lache, ein Schnürchen rum und frischen Lavendel. Innen stelle ich ein Glas rein wegen der Stabilität und natürlich ein elektrisches Licht, kein echtes. Hier dann mit einem kleineren Glas, je nachdem, was ihr zu Hause habt und was von der Höhe ungefähr reinpasst. Hier auch wieder mit so einem Rubbelbild. Du fehlst. So als kleine Trauererinnerung finde ich auch immer ganz schön. So, und hier dann noch die weihnachtliche Version. Hier habe ich noch eine Lichterkette mit Schneeflocken. Könnt ihr benutzen, was ihr habt. Eine normale Lichterkette oder auch wieder Kerze, also elektrische Kerze oder was auch immer. Hier habe ich dann vorne einen kleinen Weihnachtsspruch drauf gestempelt. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Zeige ich euch schnell, wie man die macht. Das ist ganz einfach. Ihr braucht so fertige Butterbrottüten. Gibt es überall zu kaufen im Supermarkt, Drogerie, wie auch immer. Dann müsst ihr sie einfach nur zerkrümpeln. Achtung, wird kurz laut. Richtig schön. So, dann die Tüte so ein bisschen aufgefalten und dann wird der Rand einfach nur nach außen umgeschlagen. Ich finde es ganz schön, wenn es zweimal umgeschlagen ist. Könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ihr könnt die Breite variieren, wie es euch besser gefällt. Und dann ist es eigentlich auch schon fertig. Dann stellt ihr nur das Licht rein und habt eure fertige Tüte. Ja, ihr müsst sie natürlich vor dem Krümpeln unbedingt verzieren, wie ihr möchtet. Ja, also entweder vorne was draufstempeln, was draufschreiben, vielleicht ein Band herumbinden. Ich mag immer ganz gern dieses Juteband. Das passt zu allem und eignet sich da wirklich gut dafür. Auch ganz einfach. Einen Aufkleber drauf machen und so vielleicht verschenken. Ganz einfach und schnell gemacht. Schöne Deko und auch ein schönes kleines Mitbringsel. Wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen.